Anios fängt an. Las Vegas Deck ist als zweites dran. Wir begleiten das Las Vegas Deck mit der launischen Göttin und einem Ojama. Er Hummingbird wird tatsächlich zum ersten Mal, seitdem wir Anios die ganze Zeit schon sehen, gespielt und er boostet sich direkt mal um 2500 ATK. Ja, launische Göttin wird hier gespielt, flippt die Münze und die launische Göttin entscheidet, Zahl zu haben. Das heißt, die launische Göttin hat nur 475 Angriffspunkte. Wiederholungswürfelwurf gespielt, aus irgendeinem Grund nicht die Prophezeiung gespielt, obwohl das hier seine beste Karte gewesen wäre. Schwerer Sturm wird aktiviert, die verdeckten Karten, Elfenbox und Wiederholungswürfelwurf sofort vernichtet. Elfenbox hätte das Duell hier gut rumreißen können. Nochmal 1500 Lebenspunkte für Air Hummingbird. Gehirnkontrolle wird aktiviert, um die launische Göttin zu klauen. Opfer von Air Hummingbird und der launischen Göttin, um sehr schnell Elementarheld Air Nios aufs Feld rauszubringen. 2500 Angriffspunkte gegen den Jäger im Hinterhalt, der sich jetzt selber topdecken sollte, sonst wird das hier extrem kritisch. Nächster Spieler ist dran. Topdeck ist ein Ruf der Gejagten. Spielt hier den grünen Ojama verdeckt, Belastungsprobe eines Reisenden und Ruf der Gejagten aufs Feld. Sind wahrscheinlich nicht die besten Karten gerade. Nu ist angekommen. Schön. Oh, Kontaktfusion. Das ist nicht unbedingt die beste Wahl gerade, in Anbetracht dessen, dass Neo Weltraum nicht auf dem Feld ist. Elementar halt Grand Neos, theoretisch super coole Karte. Theopraktisch kann er jetzt einmal direkt angreifen und ist gegen die Belastungsprobe eines Reisenden gelaufen und hat richtig geraten. 2500 Punkte Schaden, nur noch 3000 Lebenspunkte übrig für den Jäger im Hinterhalt, aber Grand Mole Neos muss sich nun ins Fusionsdeck zurückbegeben. Keine gute Wahl für das Neos-Deck. Kriol vom Top-Deck. Und somit kann der Jäger im Hinterhalt ihn platt machen. Attackiert mit 1000 ATK. Aber Ernios hier mit satten 10.200 übrigen Lebenspunkten. Topdeckt irgendwas Neues und spielt Elemental Airman. Es geht los mit der Airman-Kombo. Airman sucht sich Airman aus dem Deck. Die Monster werden so schnell nicht ausgehen. Attackiert mit Airman in die Belastungsprobe eines Reisenden, in die Oja-Magie, hat wieder Zauber geraten und liegt somit... hat nicht Zauber geraten, der lag falsch und musste somit auf die Hand zurückkehren. Verräterische Schwerter wurden gespielt, die werden so schnell nicht überwunden werden. Erneuter Münzwurf wurde gespielt, ist gerade nicht nützlich. Ojama grün in die verdeckte Verteidigungsposition. Ojama Gi auch gerade nicht die nützlichste Karte auf der Hand des Jägers im Hinterhalt. Airman wird gespielt. Sucht einen weiteren Airman, wie man das so kennt, aus dem Deck raus. Airman triggert wieder einmal den Effekt. Sieht die Ojama Gi auf der Hand. Das kann man gar nicht mehr falsch raten. Es ist nur noch eine Handkarte. Und zerstört hier den grünen Ojama. Jetzt muss sich der Jäger im Hinterhalt was einfallen lassen, zieht hier einen schwarzen Ojama aus dem Deck, nicht sehr nützlich, der ist ihm einfach nur im Weg, wie der Name schon sagt. Wird jetzt hier wahrscheinlich gegen einen weiteren Airman antreten müssen. Airman und Airman kombinieren und stapeln sich auf dem Feld, suchen sich Elementarheld Neos aus dem Deck raus. Angriff von Elementarheld Airman, wieder in die Belastungsprobe eines Reisenden, aber die KI weiß genau, was da auf der Hand ist und wird nicht falsch raten. Schwarzer Ojama wird besiegt, jetzt liegt da nur noch der einsame Kriol auf dem Feld, der nicht durchdrungen wird. Wieder die Belastungsprobe eines Reisenden, die KI wird wohl nicht falsch raten und zack, goodbye Kriol, schön, dass du da warst. Das Feld auf der Seite des Jägers im Hinterhalt nun wieder sehr leer. Münze wird geworfen, aber der Münzwurf war falsch, erneuter Münzwurf wird aktiviert. Zweiter Versuch, Wiederzahl, Münzwurf trotz erneuter Münzwurf fehlgeschlagen. Und Kriol dürfte kein Monster zerstören. Eine weitere Zauberfallenkarte für die Seite von Neos. Es gibt keine Verteidigung mehr auf der Seite vom Jäger im Hinterhalt. Die Oja-Magie ist einsam auf der Hand, wodurch er Neos genau weiß, welche Karte er raten muss. Spielt nun auch noch den Neo-Weltraum hinterher. Mal schauen, ob er für Neos opfern wird. Nein, er spielt tatsächlich den nächsten Airman und hat somit jetzt die dicke Airman-Front, die das Duell entscheiden werden wird. Belastungsprobe eines Reisenden triggert, kann gar nicht falsch geraten werden. Direkter Angriff, 1800. Und jetzt kommt er, der vernichtende letzte Schlag. Belastungsprobe eines Reisenden ist hier nur noch Formalität. Ruf der Gejagten wird aktiviert, sucht nochmal einen Kriol aus dem Deck. Könnte hier theoretisch mit dem Münzwurf nochmal eine Runde retten, wenn die KI die richtige Wahl trifft und der Münzwurf funktioniert. Wählt hier den Airman, der noch angreifen dürfte und kriegt Kopf. Ja, okay, rettet sich hier nochmal tatsächlich für eine... Was?
rettet sich nicht hier nochmal für eine Vollrunde, aktiviert den erneuten Münzwurf, aber hat glücklicherweise... Was? Moment, was macht der Kryol nochmal? Habe ich Kryols Effekt falsch geworfen? Was macht Kryols Effekt? Zerstört Kryols Effekt nicht ein gegnerisches Monster, wenn er richtig ist? Ich muss das falsch im Kopf haben. Egal. Liliac Wine, herzlich willkommen im Stream. Machst du bequem. Schön, dass du da bist. Ja, das Ergebnis war sehr eindeutig. Ernios hat gewonnen. Es wurde der Jäger im Hinterhalt vernichtet. Pack bitte die Hotlines für Glücksspiel auf die Kanalbeschreibung, right? Die 6 Samurai haben Iroh zumindest gezogen und damit einen halbwegs ordentlichen Samurai. Es ist kein legendärer Ozean auf der Anfangshand von Daedalus, was kein guter Start für das Wasserdeck ist. Großer Shogun Shion, sehr schön für die Samurai. Spielen hier Iroh und gemeinsam sind wir stark, werden allerdings vom mystischen Raumtyphon sofort ausgekontert. Die verdeckte Karte bleibt allerdings noch unbekannt, von daher wissen wir nicht, ob gemeinsam sind wir stark überhaupt relevant war. Iroh attackiert die Jungfrau des Wassers und in der Tat wäre es relevant gewesen, denn da ist nun Umi auf dem Fels. Allerdings nur im Namen, denn das Umi, das hier auf dem Feld ist, gibt tatsächlich keine Stärkung. Eine verdeckte Karte für die 6 Samurai-Seite konnte hier die Verteidigung nicht durchdringen. Daedalus hat also einen guten Ausgangspunkt, spielt hier den Abgrundsoldaten und zerstört Iroh sofort wieder vom Feld. Direkter Angriff danach mit der Jungfrau des Wassers, die hier mit 700 ATK natürlich nicht super gut im Angriff ausgehoben ist. Ah, sagt der Shogun Shion da. Braucht jetzt hier irgendwas, um einen zweiten Samurai aufs Feld zu kriegen. Kriegt eine Kraft der Magie vom Topdeck. Nisashi wird gespielt, kriegt die Kraft der Magie obendrauf und attackiert. Die Jungfrau des Wassers. Ich hab's befürchtet, dass die KI so dämlich sein wird. Die Jungfrau des Wassers wurde zerstört. 1700 Punkte Schaden. Der Umi-Effekt ist weg. Aber der Abgrundsoldat überlebt. Und der Abgrundsoldat kann Nisashi und die Kraft der Magie hier wieder entfernen. Wenn die KI es schafft, aktiviert hier auch den Effekt. Und Rückkehr der 6 Samurai wird aktiviert. Holt sich hier Iroh aus dem Friedhof zurück aufs Feld, aber vollkommen sinnlos. Das ist eine reine Verschwendung von Zauberfallenkarten. Goodbye Iroh. Zumindest hat er den Schaden abgedämpft. Nisashi wieder auf der Hand. Kein Equip mehr, kein Feld mehr, kein Iroh mehr. Nicht gut für die Samurai. Topdeckt einen Yaritza. Keine guten 6 Samurai-Karten auf der Hand. Attackiert hier mit Nisashi die verdeckte Karte. Es ist ein Baumfrosch, der vernichtet wird und auch nicht zurückkommt aufgrund der einen verdeckten Karte hinten. Nichtsdestotrotz bleibt der Abgrundsoldat dort liegen und wird weiterhin die Oberhand behalten. Daedalus zieht und spielt eine Mutter Grizzly. Clevererweise könnte die KI mit Mutter Grizzly angreifen und damit noch einen extra Angriff rausholen. So schlau ist er dann aber auch wieder nicht. Attackiert hier direkt mit Mutter Grizzly. Nisashi wurde beseitigt. Die 6 Samurai müssen jetzt immer noch eine gute Karte topdecken, um irgendwie mal 2 Samurai aufs Feld zu kriegen. Haben hier aber keine Schnitte. Yaichi wird in die verdeckte Verteidigung gespielt, haben hier leider auch die total sechslosen, sind Samurai-Decks, Die total sinnlosen 6 Samurai-Karten mit dabei. Goodbye Yaichi. Daedalus greift direkt an, 1800 Schadenspunkte. Es bleibt weiterhin dabei, dass die 6 Samurai was ordentliches topdecken müssen. Da kommt Daedalus. Der Levia-Drache mit seinen 2600 ATK, allerdings gerade kein Umi-Effekt draußen, sodass er nicht übermächtig ist. Eine Rückkehr des Kriegers holt sich Iroh zurück, ist allerdings nicht super sinnvoll, im Gegenteil eigentlich, dadurch kann er den Topf der Trägheit nicht aktivieren. Verdeckte Verteidigung, eine weitere Mutter Grizzly wird hier für den Angriff genutzt und Iroh mit seinen 1200 Verteidigungspunkten kann das auch nicht abwehren. Der Levia-Drache attackiert direkt. Es sieht nicht gut aus für die Samurai. Kaum noch Lebenspunkte bleiben übrig. Ein letztes Mal darf getopdeckt werden. Aber es sieht schon nach dem absoluten Sieg aus. Ja, die verbündeten Truppen sind absolut keine sinnvolle Karte mehr hier für die letzte Runde. Verdeckte Verteidigung vom sinnlosesten aller 6 Samurai. Terraforming wird aktiviert. Ein legendärer Ozean, um nochmal Salz in die Wunde zu reiben, wird hier am Ende mit aktiviert. Jetzt hat Daedalus auch noch seinen Mega-Effekt, den er auch noch spaßenshalber benutzen mag, um das Feld komplett zu wipen. Zerstört Mutter Grizzly, zeigt uns, dass da hinten ein Core lag, zeigt, dass da auch noch Anubis lag. Und zerstört die 6 Samurai-Seite, um den finalen Schlag zu setzen. 2600 Punkte von Daedy. Der Sieg ist sein. Bald ist er wieder vollkommen. 6 Samurai sind gefallen. Schauen wir uns das Duell an. Yamata-Drache darf beginnen.
Des Wombats hat immerhin ein Känguru und ein Hex. Mausoleum des Kaisers, wie üblich, in der ersten Runde. Mausoleum des Kaisers, wie üblich, in der ersten Runde für 2000 Punkte etwas in die verdeckte Verteidigung gesetzt. Und noch irgendwas verdeckt hinten. Mhm. Eine coole Poli. Yes, Turn 1 Poli! Oh Gott, der Swombat mit der Turn 1 Poli! Und spielt Meister von Oz! Das die ultimative Starthand! Kill Tino Kagutsuchi! Nein, der gewinnt doch jetzt nicht! Defusion? Warum? Warum defusionierst du den denn? Nur weil du es kannst! Und jetzt fusioniert er ihn wieder! KI, was tust du? Meister von Oz ist zurück, feierliches Urteil und Ruf der Gejagten sind wieder da. Holy shit. Was soll das? Elegante Wohltäterin wird aktiviert, zwei Karten gesucht und flauschige Spielmarken erscheinen auf dem Spielfeld. Aufschlagen, das war's für den Meister von Oz. Da ist der Hype leider gerade gekillt worden. Aufschlagen wäre die Nonplusultra-Karte gewesen, um feierliches Urteil dagegen zu aktivieren. Leider war die KI dafür nicht intelligent genug. Breaker greift direkt an. In der Theorie hatte der Swombat hier die besten Karten. Alligators Schwert vom Topdeck, lange nicht gut genug, um durch Breaker durchzukommen. Hat aber tollerweise eine eigene Animation. Des Känguru wird vom Friedhof zurückgerufen. Alligators Schwert vernichtet eine flauschige Spielmarke. Und auch Des Känguru wird sich hier mit einer Spielmarke zufrieden geben müssen. Breaker allerdings hier ohne unbesiegbar gerade noch auf dem Feld. Kann auch seinen Defekt benutzen, um den Call zu vernichten, wenn er denn Spaß dran hat. Terraforming wird aktiviert für ein weiteres Mausoleum des Kaisers, das allerdings schon auf dem Feld liegt, daher kein großer Effekt hier. Brecher benutzt tatsächlich seinen Effekt und zerstört den Ruf der Gejagten. Kann er sich gerade auch leisten, denn er hat immer noch genügend ATK, um den Alligators Schwert Lizard hier aus dem Weg zu räumen und 100 Punkte Schaden zu machen. Damit ist des Wombats komplett das Feld ausgegangen. Ein Sarkophag auf dem Topdeck darf in zwei Runden die Zukunftsvision raussuchen. Wäre theoretisch auf der Hand anfangs super gewesen, aber bis diese Zukunftsvision läuft, sind vier Runden vergangen und das Duell ist längst vorbei. Seelenschnitter wird aufgedeckt, macht hier nicht sonderlich viel, da der Swombat sowieso keine Hand mehr hat, also nur 300 Punkte Schaden. Kein wirklicher Effekt, der hier aktiviert wird. Breaker mit 1600 ATK hinterher. Grrr. Eine weitere Zauberfallenkarte für den Yamata-Drachen. Topdeck von des Wombat, eine Polymerisation. In diesem Fall hier leider nicht mehr nützlich, wobei der Meister von Oz natürlich jede Menge Schockmoments geliefert hat. Keine weiteren Monster auf der Seite des Yamata-Drachens. Angriff mit dem Seelenschnitter. Poli wurde nicht gelegt, muss also von der Hand abgeworfen werden. Breaker attackiert die Lebenspunkte mit 1600. Noch ein weiteres Mal direkt, so langsam wie sich ergehen des Wombat die Lebenspunkte aus. Eine Runde kann er auf diesem Feld noch überleben. Ein weiteres Monster wird sein Schicksal besiegeln. Dieses Monster kann allerdings tatsächlich noch für Verteidigung sorgen. Schauen wir mal, ob da noch etwas kommt von Des Wombat. Zukunftsfusion wird aktiviert, allerdings sofort vom mystischen Raumtyphon gecancelt. Feierliches Urteil, 1100 Lebenspunkte werden geopfert, um diese Zukunftsfusion zum Meister von Oz doch noch irgendwie durchzuboxen. Schmeißt hier seine Fusionsteile aus dem Deck ab, setzt Des Koala in die verdeckte Verteidigung, momentan mit genügend Verteidigungspunkten, um die Welt zu blocken. Des Koala triggert zusätzlich noch seinen Effekt und macht ordentlichen Burn-Damage hinterher. Aktiviert 1200 Punkte Schaden, nur noch 4600 für den Yamata-Drachen. Da kommt Des Wombat höchstpersönlich, allerdings sind nur noch 1100 Lebenspunkte auf dem Feld verbleibend. Spielt das Wombat hier auch in den Angriffsmodus? Schwierige Wahl, aber ich sehe warum. Aufschlagen zerstört des Koala. Gefährlich. Tatsächlich entscheidet sich die KI dagegen, in den Selbstmord zu gehen. Ring der Zerstörung auf des Wombat persönlich. Ein trauriges Ende für des Wombat, ausgerechnet von Burn-Schaden vernichtet zu werden, da des Wombats Effekt doch gerade ist, Burn-Schaden zu verhindern. Aber das war der vernichtende Schlag des Yamata-Drachen kurz vor der zweiten Beschwörung des Meisters von Oz. Und somit entscheidet der Yamata-Drache in einem überraschend spannenden Duell das Match für sich. Schauen wir mal, was die verlockende Königin reißen mag gegen Schicksalsheld Dogma. Schon unfair, dass ich meine unendlichen Punkte nicht setzen darf, nicht wahr?
Wir haben einen Disc Commander und eine DD Kriegerin auf der Hand von Mr. Dogma. Verdeckte Karte auf der Seite der Königin und eine verdeckte Zauberfeierkarte. Da ist ein Adia der Auslöschung, um schon mal einen Marshmallow aus dem Weg zu räumen. Außerdem Schicksalsziehen, schmeißt Disc Commander ab, holt sich dafür Airman, der Airmans Effekt aktiviert, um Airman aus dem Deck zu suchen, um mehr Airmans auf der Hand zu haben. Hat zudem noch einen königlichen Erlass, um Fallenkarten in der Zukunft zu vermeiden. Airman greift direkt an für 1800 Punkte Schaden. Das ist ja etwas, das heute noch nie passiert ist. Verlockende Königin kriegt den ersten Schlag ins Gesicht, um sich zu verteidigen, wie zu erwarten war. Staubtornado gegen den königlichen Erlass wird dementsprechend keine Fallen vermeiden. Allerdings liegen auch keine Fallen auf dem Feld, die hier irgendwie gefährlich hätten werden können. Verlockende Königin mit einem Stahlkäfig des Albtraums Schindezeit spielt eine weitere Karte in verdeckte Position sowie auch in verdeckte Verteidigung. Elementar Held Airman wird zum zweiten Mal gespielt. Airman sucht mehr Airman, um die Macht des Airman zu nutzen. Schicksalsziehen wird verdeckt aufs Feld gelegt. Nicht super sinnvoll, aber egal, Hauptsache da liegt irgendwas. Die Königin ist wieder am Zug, hat jetzt eine Runde Zeit durch den Stahlkäfig, spielt aber exakt gar nichts und beendet ihren Zug. Sehr schwach, sehr, sehr schwach. Elemental Airman dagegen aktiviert seinen Effekt und sucht Dogma aus dem Deck. Drei Monster auf dem Feld, Dogma auf der Hand, schmeißt Dogma allerdings tatsächlich fürs Schicksalsziehen ab. Okay, hat dadurch allerdings wieder einen größeren Vorrat an Handkarten. Drei Airmans auf dem Feld, die es erstmal zu überwinden gilt. Die verlockende Königin wieder am Zug, hat letzten Zug gar nichts gemacht, spielt eine weitere Karte in verdeckte Verteidigung und das Stalling geht weiter. Das Stalling nimmt kein Ende. Stahlkäfige des Albtraums, grauenhafte Karten. Airman wird geopfert für ein Schicksalsheld Dasher. Willkommen auf dem Feld, Mr. Dasher. Eine Runde im Stahlkäfig vergeht. Die verlockende Königin ist wieder dran. Flippt hier ihre mystische Tomato-Tomato in die Angriffsposition aus Gründen, die niemand jemals nachvollziehen können wird. Verräterische Schwerter von Mr. Dogma plus eine DD-Kriegerin kann aber weiterhin nichts machen, weil der Stahlkäfig des Albtraums weiterhin Angriffe verhindert. Verlockende Königin muss jetzt das große Play haben oder noch mehr Stalling-Karten spielen. Ansonsten kommt es jetzt gleich zur großen Vernichtung. Spielt eine weitere Karte in verdeckte Verteidigung und die Verstärkung für die Armee, für die Dogma-Seite, holt einen weiteren Defender aus dem Deck. Spannende Wahl. Truppen im Exil werden gespielt und nutzen ihren Effekt, wahrscheinlich um die Tomate zu vernichten, damit diese keine weiteren Beschwörungen durchführen kann. Goodbye, Tomate. Die Kriegerin attackiert in den Löwenzahn. Mal schauen, ob sie ihren Effekt nutzt, um Löwenzahns Effekt zu verhindern. Tut sie in der Tat nicht, das heißt, Löwenzahn bekommt seine zwei flauschigen Spielmarken und blockiert zumindest das Feld für eine Weile. Da liegt eine weitere mystische Tomate, Airman zerstört sie, die mystische Tomate darf eine Beschwörung durchführen. Schauen wir mal, es ist eine verlockende Königin, Level 7, wie zu erwarten war. Dasher rennt in den magischen Zylinder, aber kontert durch königlichen Erlass auf eigener Seite, wodurch die magischen Zylinder nicht getriggert werden und die verlockende Königin Level 7 direkt wieder vernichtet wird. Sie lobt die Leistung von Dogma, wobei es da nichts zu loben gibt, weil sie selber einfach noch nichts geleistet hat. Flauschige Spielmarke wird vernichtet, eine flauschige Spielmarke verbleibt, Dasher muss in die Verteidigung wechseln. Damit ist die verlockende Königin wieder dran, zieht eine weitere Karte, hat aber bis jetzt nicht viel gezeigt. Elegante Wohltäterin könnte hier nochmal für eine Hilfe sorgen. Feuerliches Begräbnis holt sich die verlockende Königin Level 7 zurück. Liegt jetzt tatsächlich mal auf dem Feld, aktiviert Metamorphose für die verlockende Königin Level 7 und triggert die heilige Johanna aus ihrem Fusionsdeck endlich mal ein starkes Monster, das sie allerdings direkt in die DD-Kriegerin suicidet, macht 1300 Punkte Schaden und wird von der DD-Kriegerin direkt aus dem Spiel entfernt. Aktiviert hier noch Stalling verräterische Schwerter von der Hand, womit Schicksalsheld Dogma wieder dran ist, der sich ein paar Schwerter hinterhergeholt hat. Sündenböcke liegen zusätzlich verdeckt hinten. Jetzt wird eine Weile weiter gestallt von der Königin durch die verräterischen Schwerter. Das Duell zieht sich. Eine weitere verdeckte Zauberfeilenkarte auf der Seite der Königin. Vorheriges Begräbnis von Dogma schmeißt einen weiteren Dasher, wie zu erwarten war, in den Friedhof. Die Schwerter ticken weiter, soweit keine große Verteidigung auf Seiten der Königin, kann auch feilentechnisch hier nichts tun, zieht aber scheinbar nur Zauberfeilenkarten, spielt hier noch eine vierte Karte nach hinten, ein mystischer Raumtaifun wird verdeckt gespielt auf der Seite von Dogma. Es ist fast soweit, die Zeit der Schwerter ist abgelaufen, die verlockende Königin hat noch einen weiteren Zug, hat nichts zu spielen, die flauschige Spielmarke liegt allein auf weiter Flur, Schicksalsziehen wird aktiviert. Weitere Karten kommen aus dem Deck, da ist der große Oberschicksalsheld Malicious, wird aus dem Friedhof Spezial beschworen, Dasher wird geopfert, Elementalheld Airman wird geopfert, Schicksalsheld Defender wird geopfert für Schicksalsheld Dogma mit seinen 3400 ATK, der hier auch ziemlich
uncontested bleiben wird, hat nun die ultimative Kraft, auch seinen Effekt hier zu verwenden. Macht 3400 Punkte Schaden. Die Königin hat so gut wie nichts mehr übrig. Theoretisch hätte Dogma locker gewinnen können diese Runde, hat aber schwachsinnige Auswahlen getroffen beim Opfern seiner Leute. Aktiviert den Effekt von Dogma und halbiert damit die Lebenspunkte der Königin auf 700 runter. Königin spielt ein weiteres Monster in verdeckte Verteidigungsposition. Wenn das verdeckte Monster aber nicht zufällig den Effekt hat, alle Monster auf der gegnerischen Seite zu zerstören, wird da nicht mehr viel passieren. Dandelion wird abgeworfen. Es wird zusätzlich noch ein Kreaturentausch aktiviert, sodass gar keine Chance mehr existiert. Dandelion wird rübergeswappt, dass die KI zu solch intelligenten Moves überhaupt fähig ist. Ist schon bedenklich. Airman attackiert, 1800 Punkte Schaden und wie leider zu erwarten war, wurde die verlockende Königin vorne, hinten, rechts und links in den Boden gerammt. Dann schauen wir doch mal, ob die antiken Antriebsungeheuer sich tatsächlich so durchsetzen, wie einige Leute hier sich hier das wünschen. Let's go, Duell starten, Roar. Da hätten wir erstmal eine Dampflok und einen normalen Cyberdrachen auf Seiten des Cyber-Ogers. Antrikes Antriebsschloss direkt zum Start. Natürlich sehr gut für das antike Antriebsungeheuer. Eine Karte in verdeckte Verteidigungsposition. Aber der Cyberdrache hier direkt auf der Anfangshand und in Runde 2 in Kombination mit dem Fusselfiech-Drachen gibt dem Antriebsschloss allerdings dadurch noch einen weiteren Counter. Eine Riesenratte auf gegnerischer Seite kann nicht zerstört werden durch den halbierten Fusselfiech. Allerdings wird der Cyberdrache ihn besiegen und dann eine Beschwörung verursachen. Schauen wir mal, was sich die antiken Antriebsungeheuer holen. Wahrscheinlich, ja, erwartungsgemäß den antiken Antriebs-Ingoneur. Ja, dann noch eine super sinnvolle Fallenkarte nach hinten verdeckt. Antikes Antriebsschloss wird aktiviert und holt den antiken Antriebsgolem. Das sieht super aus für die antiken Antriebsungeheuer. Es ist jetzt ein extrem schweres Los für die Cyber-Orga. Da muss schon ein Cyberdrache vom Topdeck kommen, um das hier jetzt umzureißen. MST gezogen. Elegante Wohltäterin könnte nochmal was bringen. Ein Fusselfiech abgeworfen. Insgesamt keine wirklich sinnvollen Karten erhalten. Da liegt weiterhin der antike Antriebsgolem mit 3000 ATK, der kaum zu überwinden sein wird. Außer die Fusion könnte aktiviert werden. Schwerer Sturm wird aktiviert, Buch des Mondes vernichtet, Nebenstraßenopferin und MST sind weg. Der antike Antriebsgolem nutzt seinen Effekt und killt Dequichi in Verteidigungsposition mit Durchschlagsschaden. 2000 Punkte in die Lebenspunkte des Cyber-Ogers rein. Mr. LPR001 hat für einen Monat abonniert. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen zurück. Danke für dein Stufe 1 Abo. Vom Topdeck leider nur eine Fusionskarte durch Dequichi und einen metallisch glänzenden Schleim, der zumindest für die Verteidigung des Feldes vorläufig sorgen wird, sofern er nicht in irgendeiner Form entfernt werden kann. Geht in die Verteidigung mit dem Cyberdrachen! Absolute Idiotie! Gaia-Kraft, es ist Zeit, das Baum-Emo zu spammen. Wird aktiviert, antiker Antriebssoldat auf dem Feld. Attackiert mit 3500 Lebenspunkte in die gerade mal 1600 Verteidigungspunkte des Cyberdrachen. 1900 Punkte Durchschlagsschaden. Attackiert mit dem antiken Antriebssoldaten in die Lebenspunkte 1800 Punkte Schaden. Hat hier völlig versäumt, den metallisch glänzenden Schleim zu aktivieren. Und wird es scheinbar auch weiterhin versäumen, weil die KI nicht versteht, dass sie den aktivieren sollte. Weil die KI ansonsten verhindern wird, dass etwas aktiviert wird. Geht schwachsinnig in den Angriff mit einem Cyberphönix. Und meine schlechte Meinung des Cyber-Orga-Decks bleibt bestehen. Die antiken Antriebsungeheuer überrennen hier absolut eindeutig das Cyber-Orga-Deck, das überhaupt keine Gegenwehr hatte gegen den 3500 ATK antiken Antriebsgolem. Das letzte Duell beginnt. Der dunkle Herrscher Hades muss sich gegen das Necro-Gesicht durchsetzen. Eins der gefährlichsten, aber auch volatilsten Decks. Zunächst mal sind hier sau viele Neuziehenkarten. Nadelwurm, Marshmallow, der Strahlermann. Zwei verdeckte Karten auf der Seite von Hades und eine Karte verdeckte Verteidigungsposition. Direkt mal die törichte Beerdigung, um einen Verbannten des Lichts abzuwerfen. Verbanner des Strahlens in Angriffsposition. Schaut mal, was Hades da gespielt hat. Es ist eine Wand der Illusion. Sehr gute erste Verteidigung für Hades. Schickt den Verbanner des Strahlens auch gleich wieder auf die Hand zurück. Necro-Gesicht kommt erstmal nicht in Schwung. Hat hier allerdings Schwerter, die aktiviert werden können, um Angriffe zu verhindern. Hades muss das jetzt kontern, um ordentlich Schaden zu machen, ansonsten wird's wieder schwierig. Opfert die Wand der Illusion für den dunklen Herrscher Hades höchstpersönlich.
mit seinen 2450 ATK, hat allerdings hier keine Möglichkeit, die Schwerter zu überwinden. Necro-Gesicht wieder dran, spielt die Seelenübernahme, theoretisch eine super fiese Kombo, wenn das Necro-Gesicht sich denn irgendwann mal selber ziehen sollte, muss bis dahin erstmal noch ein bisschen ausstallen. Gil'Gards wird mit 1800 gespielt, kommt allerdings weiterhin nicht an den Schwertern vorbei. Vom Top-Deck für das Necro-Gesicht ein weiterer Verbanner des Strahlens. Verwandlungskrug 2 wird geflippt, ab jetzt geht der Bullshit dieses Decks los. Ein Nadelwurm wird gespielt. Dagegen ein Neodora für den dunklen Herrscher Hades und einen erneuten Gil'Gards, die gemischt werden. Verbanner des Strahlens wird zusätzlich von der Hand gespielt für Necro-Gesicht, attackiert Neodoria, der, die das da verdeckt liegt und zerstört wird. Aktiviert daraufhin die Seelenübernahme, da etwas entfernt wurde, und erhöht seine Lebenspunkte. Das Necro-Gesicht hat nur leicht gruselige Gesichtsausdrücke, wenn irgendwas passiert, also hui. Gil'Gard flippt sich in den Angriffsmodus, kann aber weiterhin nichts machen, die Schwerter verschwinden erst in dieser Runde. Necro-Gesicht, eine weitere Seelenübernahme mit wieder mal plus 500 Punkten, kriegt hier den Verwandlungskrug zurück und triggert den Nadelwurm, vernichtet die 5 obersten Karten aus dem Deck, aus dem Spiel, triggert die Seelenübernahme, bekommt 2500 Lebenspunkte geschenkt, setzt den Verwandlungskrug in die verdeckte Verteidigungsposition, woraufhin Hades jetzt wieder ordentlich was leisten muss, spielt Neodoria, flippt die Wand der Illusionen, attackiert mit der vollen Breitseite, Gil'Gard wird genutzt, um den maximalen Schaden zu verursachen, nicht die intelligenteste Wahl, Seelenübernahme triggert, 500 Heilung dagegen. Wand der Illusion attackiert den Null-Verteidigungspunkt des Strahlemann, der sich hier gar nicht wehren kann. Neodoria attackiert in den Verwandlungskrug und triggert damit wieder den großen Bullshit des Necro-Gesichts. Die Karten werden zurückgemischt und das Deck wird vernichtet. Neodoria kehrt zurück. Gil'Gard kehrt zurück, allerdings alles in der verdeckten Verteidigungsposition und ein Riesenkeim betritt das Feld. In der verdeckten Position. Dagegen auf der Seite des Necro-Gesichts gar keine neuen Karten, hat aber Marshmallow auf der Hand, um weiter die Welt zu verteidigen. Spielt erstmal den versiegelten Goldkoffer, um sich ein Necro-Gesicht endlich aus dem Deck zu holen und die große Kombi des Necro-Gesichts zu nutzen. Triggert den Effekt vom Necro-Gesicht. Seelen absorbieren wird hinterher genutzt. Entfernt hier die obersten 5 Karten aus dem Spiel, auch von der gegnerischen Seite. Und ein weiteres Mal werden die Lebenspunkte gezogen bis zum Umfallen. Plus 5000 Lebenspunkte fürs Necro-Gesicht. Verwandler des Strahlens in den Angriffsmodus zerstört Neodoria, der die das da offensichtlich auf der gegnerischen Seite lag, da das Feld bereits bekannt war. Neodoria explodiert, die Seelenübernahme aktiviert, weitere 500 Punkte für das Necro-Gesicht. Hades hat inzwischen weniger als die Hälfte der Lebenspunkte des Necro-Gesichts. Beschwörung eines neuen dunklen Herrschers, Hades aktiviert trotzdem wieder die Seelenübernahme. Flip von Gil'Gards, dieses Mal gibt es keine Möglichkeit für das Necro-Gesicht hier zu blocken. Aber die HP sind dermaßen lächerlich hoch, dass hier kaum irgendetwas zu vernichten ist. Dunkle Herrscher Hades greift an. Necro-Gesicht immer noch mit komfortablen 14.550 Lebenspunkten. Darth Revan hat dem Thomas ein Stufe 1 Abo geschenkt. Darth Revan, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ein Verwandlungsgruppe Nummer 2 vom Dopdeck. Der Bullshit des Decks geht weiter. Riesenkeim wird gespielt. 3 Monster, die wieder zurückgemischt werden. Verwandlungsgruppe 2 wird getroffen. Das war die letzte Runde, in der das Necro-Gesicht kein Necro-Gesicht besessen hat. Aber der Effekt vom Verwandlungskrug wird hier negiert durch den Effekt vom dunklen Herrscher Hades, woran ich gerade selber gar nicht gedacht habe, glücklicherweise. Das heißt, der Bullshit läuft nicht. Nichtsdestotrotz kommt jetzt das Necro-Gesicht durch den Effekt des goldenen Sarkophags auf die Hand. Und vom Topdeck begrüßt uns zudem noch ein Verwandlungskrug. Das Necro-Gesicht begrüßt das Feld und triggert seinen Effekt. Alles wird zurückgemischt, das Necro-Gesicht boostet sich, das gegnerische Deck wird zumindest wieder gefüllt, nichtsdestotrotz sind das 3200 Angriffspunkte nun auf dieser Seite, attackiert Incuribo! Dunkler Herrscher Hades aktiviert die ultimative Karte und Kuribo seinen Weg aus dem Schaden raus. Braucht jetzt aber immer noch irgendwas, um das Necro-Gesicht zu zerstören, das sich so leicht nicht vernichten lassen wird. Spielt hier den Goblin-König mit 4000 ATK! Hades mit dem Riesen-Konter, den keiner erwartet hat!
Jetzt mit der dicken Schadenswand. Das ist Damage. Da reduziert sich Necro-Gesichts Lebenspunktzahl tatsächlich mal auf gefährliche Werte. Und nichtsdestotrotz ist immer noch ein Marshmallow auf der Hand des Necro-Gesichts, der weiter stallen kann. Also noch ist hier nichts entschieden. Dennoch, das Necro-Gesicht wurde dezimiert von seinen lächerlichen Anzahl an Lebenspunkten auf 3550 hinunter. Vom Topdeck begrüßen uns allerdings auch die verräterischen Schwerter. Nadelwurm wird gesetzt, gefährliche Auswahl. Verräterische Schwerter aktiviert. Wenn die verräterischen Schwerter hier vernichtet werden können, dann ist das das Ende. Aber keine Zauberfallen-Removal offensichtlich auf der Seite von Hades. Von daher viel Zeit für die Seite des Necro-Gesichts, um jetzt wieder aufzubauen. Nadelwurm wird geflippt. Schmeißt hier 5 Karten in den Friedhof, greift freiwillig an und holt sich damit 500 Punkte Schaden zusätzlich durch den Riesenkeim, der vernichtet wurde. Setzt immer noch nicht Marshmallow aufs Feld. Das Risiko bleibt weiter bestehen, dass hier die Zauberfallen irgendwann mal vernichtet werden. Die Seelenübernahme hat wieder weiteren Support erhalten. Ende dieser Phase. Schwerter ticken für die zweite Runde. Es bleibt spannend. Necro-Gesicht vom Topdeck, absolut sinnlos gerade. Verwandlungskug triggert seinen Effekt. Entfernt hier Marshmallow nun endgültig erstmal aus dem Spiel. Allerdings ist das Necro-Gesicht mit rausgewandert. So kann das Necro-Gesicht ihn natürlich zukünftig wiederholen. Seelenübernahme heilt wieder zurück, tut jetzt wieder Arbeit und heilt um 2000 hoch. Necro-Gesicht haut zusätzlich rein, entfernt weitere Karten aus den Decks, aus dem Spiel. Es ist langsam aber sicher gefährlich in Richtung Decktod für Hades. Wieder 5000 Punkte Heilung für das Necro-Gesicht. Breaker wird gespielt. Buch des Mondes hinterher, um den Verwandlungshook wieder in die verdeckte Position zurückzubringen. Der Decktod für Hades ist jetzt imminent. Seelenabsorption wird aktiviert. 10.550 Punkte wieder für das Necro-Gesicht. Attackiert wieder mal in den Riesenkeim. Der Schaden jetzt gerade nicht sonderlich relevant. Da wieder 11.000 Punkte nun existieren. Und außerdem der Makrokosmos sowieso verhindert, dass der Effekt vom Riesenkeim getriggert wird, weil er nicht in den Friedhof gehen darf. Hui, Waka hat sich voranstürmen. Der Breaker wurde vernichtet im Kampf, macht aber keinen großen Unterschied. Die Schwerter bleiben weiterhin liegen. Hades ist am Zug, braucht jetzt hier einen großen Zug. Twister kommt endlich raus, um die Schwerter zu vernichten. Leider viel zu spät. Die große Necroface-Combo ist schon längst durchgelaufen. Hier aktiviert sich die Seelenübernahme wieder, aber Hades versucht sich nochmal eine Chance zu erarbeiten, flippt hier die Maske der Finsternis, um eine Falle zurückzuholen, holt sich die feierlichen Wünsche, keine sonderlich effektive Falle in diesem Falle. Ein weiterer dunkler Herrscher Hades betritt das Feld, Seelenübernahme triggert dadurch, allerdings die 2450 Schaden natürlich nicht von schlechten Eltern. Der Goblin-König mit seinen 3000 ATK vernichtet hier den Nadelwurm. Wer wird sich an der verdeckten Karte versuchen? Er versucht es mit Gilgards und rennt in den Verwandlungskrug, ist jetzt hier 2 Karten vom Deck tot entfernt. Verwandlungskrug wird allerdings... Verwandlungskrug wird nicht aktiviert. Verwandlungskrug wird weiterhin von Dunkler Herrscher Hades vermieden. Dunkler Herrscher Hades mit seinem Effekt, der endlich mal zum Tragen kommt, zum zweiten Mal hier. Erst gegen 1, dann gegen 2. Könnte hier nochmal den Sieg rumreißen. Ende dieser Phase. Das Necro-Gesicht hat gerade wieder nichts mehr entgegenzusetzen. Die feierlichen Wünsche werden aktiviert. Verteidigung nur durch ein Verbanner des Lichts, der von Hades überrumpelt werden kann. Die vielen hochgehaltenen Lebenspunkte des Necro-Gesichts gehen wieder zur Neige. Das Deck von Hades ist kurz vor Ende, aber 2.000 ATK-Goblin-Könige haben das Feld betreten. Gilgards verschwendet hier aus irgendeinem Grund seinen Angriff darauf, um anzugreifen. Nichtsdestotrotz, Darth Revan, danke für 100 Bits, kommen hier die vernichtenden Angriffe plus 500 Heilung. Direkter Angriff von Dunkler Herrscher Hades. Und damit bleiben noch 2 Goblin-Könige, die 4000 Punkte Schaden machen. Und Dunkler Herrscher Hades gewinnt dieses Duell. Dunkler Herrscher Hades hat das Necro-Gesicht tatsächlich besiegt. Im größten Upset des Abends hat Dunkler Herrscher Hades es geschafft. Wow, das war ein Abschluss. Das war knapp. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Stream wieder. Sonst schreibt man sich auf Discord oder anderweitig.